Überschwemmungen und Erdrutsche in Norwegen. Die Spuren von Sturmtief Hans waren am Dienstag weithin sichtbar. Besonders von Schlammlawinen nach Starkregenfällen betroffen war ein Gebiet rund 150 Kilometer nordwestlich von Oslo. Es war wie eine riesige Maschine, wie ein Bulldozer, der alles mit sich fortreißt. Es ist direkt neben meinem Schlafzimmerfenster passiert. Ich habe mich gefragt, was da los ist. Als ich hinausschaute, sah ich einen Haufen schlammiger, riesiger Baumstämme, die direkt neben meinem Haus lagen. Und mein Auto wurde eine Autolänge weit verschoben. So war das. Dann habe ich mir ganz schnell etwas angezogen und dann stand auch schon ein Rettungsteam vor meiner Tür. Aber meine Tür ließ sich nicht sofort öffnen. Sie mussten einen großen Stein finden und das Glas der Terrassentür einschlagen, um mich herauszuholen. Sturmtief Hans war am Wochenende mit extrem viel Regen und starken Winden über Skandinavien hinweggezogen und hat dabei vielerorts für Überschwemmungen gesorgt. Auch Gebiete in den Ländern Schweden und Dänemark sind von den Folgen des Sturms betroffen.